Im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr musste die Mutter-Vater-Kind-Klinik in Rerik schließen. Seit dem 2. Juni dürfen sie Mütter und Väter mit ihren Kindern aber wieder aufnehmen. Es waren und sind schwierige Zeiten für alle. Klinikleiterin Ilka Granzow ist glücklich darüber, dass die Klinik während des jetzigen Lockdowns nicht erneut schließen musste. Wir freuen uns erstmal, dass wir Patienten empfangen dürfen. Das Ganze ist ja schon sowohl seit Anfang Juni, dass wir wieder öffnen durften mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Und das Ganze, wir haben damals begonnen mit 60%, durften dann steigern auf 80% und dürfen jetzt wieder alle Patienten empfangen, die gerne kommen möchten. Und darüber freuen wir uns sehr. Damit die Mutter-Vater-Kind-Klinik betrieben werden kann, mussten auch die Therapiekonzepte angepasst werden. Die Patienten wurden in zwei Elterngruppen geteilt, auch die Kinderbetreuung wurde aufgeteilt. Die Therapien für beispielsweise Entspannung oder Bewegung finden für beide Gruppen separat statt. Am Therapiekonzept hat sich aber nichts geändert. Durch die Trennung der Eltern können im Notfall schnell Maßnahmen eingeleitet werden, ohne dass der Betrieb komplett zum Erliegen kommt. Alle 3 Wochen reisen neue Patienten an, alte und neue Patienten begegnen sich nicht. Um alle zu schützen, ist Vorsicht geboten. Bei uns ist es so, wenn man als Patient zu uns eine stationäre Maßnahme machen möchte, muss man einen negativen Corona-Test vorweisen, der 5 Tage vor Anreise durchgeführt worden ist. Der negative Befund ist uns zuzusenden und bei Anreise führen wir einen Schnelltest bei den Patienten durch, sodass wir auch im Rhythmus der RKI-Richtlinien sind, zwecks der Testung. Das ist auch eine Hürde, wo der ein oder andere Patient dann halt einfach auch sagt, das möchte ich nicht, das möchte ich meinen Kindern nicht zumuten. Bei den Testungen der letzten 2 Kuren, welche im 3-wöchigen Rhythmus stattfanden, gab es 3 Stornierungen. Einige Corona-Tests sind dabei positiv ausgefallen. Das beweist Ilka Granzow nur, dass das Verfahren, welches die AWO Sano entwickelt hat, richtig ist. Kurzfristige Stornierungen gibt es aber auch unabhängig vom Corona-Test. Patienten stornieren, weil die familiäre oder auch die berufliche Zukunft ungewiss ist. Einige haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Antje Strehlau ist derzeit in der Mutter-Vater-Kind-Klinik in Rerik. Sie kam aus Berlin mit ihrem 6-jährigen Sohn Vincent an die Ostsee. Wir haben bei ihr nachgefragt, warum sie trotz der schwierigen Zeit hier ist. Weil es einfach ein ganz krasses Jahr für jeden ist und ich furchtbar glücklich bin, dass es diese Möglichkeit gibt. Also Corona schränkt alles und jeden einfach ein. Und ich finde es super klasse, dass gerade AWO Sano so ein tolles Konzept auch hat, dass das möglich ist, hierher zu kommen, dass viele Familien auch die Möglichkeit haben, dieses Angebot wahrzunehmen. Gerade in dieser stressigen Zeit einfach mal irgendwie ein bisschen rauszukommen. Man hat so seine Gründe, warum man auch hier ist, ne? Und ich finde es klasse, dass das stattfindet. Antje Strehlau genießt die Auszeit mit ihrem Kind. Durch die Schließungen von Kitas und Spielplätzen musste sie ihren Sohn kreativ beschäftigen. Das zerrte auch an ihren Kräften. Mutter-Vater-Kind-Kliniken standen aber im Oktober noch vor einer anderen Herausforderung. Bis zum 30.09. sind wir in den Rettungsschirm gewesen, wo wir auch erst durch Lobbyarbeit drum kämpfen mussten, das Mutter-Kind. Mutter-Kind ist immer so ein bisschen dazwischen. Es ist nicht Krankenhaus, es ist nicht Reha, wir sind halt einfach ein bisschen dazwischen. Und in diesem Zusammenhang haben wir gekämpft und es hat geklappt. Wir waren bis zum 30.09. im Rettungsschirm und sind ab dem 18.11. im Bevölkerungsschutzgesetz mit erwähnt und haben dadurch auch wieder eine finanzielle Unterstützung für eben leerstehende Betten bzw. Apartments. Pro Apartment bzw. Familie gibt es zudem eine Zulage, um die Hygienemaßnahmen zu schaffen. Ilka Granzow freut sich über die derzeitige Belegung. Die Stornierungen liegen bei ihr im Bereich von 10%. Die familiären Belastungen sind trotz Corona oder gerade deshalb hoch. Die Familien sind froh, sich in solchen Einrichtungen erholen zu können. Wow.